Ja, Leute, da wären wir wieder nach einem kleinen Livestream hier zurück zu einer neuen Folge von Good Times. Und ja, gerade sind sogar ein paar Spieler online, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, weil vorhin war keiner online, vor einer halben Stunde noch oder so. Ist schon krass auf jeden Fall. Ja, und ich habe hier einiges gebaut, ihr seht schon, ich bin, ja, ein bisschen vorangekommen immerhin. Ich war jetzt nicht so zufrieden, weil ich eigentlich viel, viel mehr vorhatte und dann aber wieder die ganze Zeit gestorben bin, ne? Und das ist immer so scheiße. Also ich weiß auch nicht, kann das überhaupt nicht leiden, auf jeden Fall. Und naja, ich mache mal hier ein bisschen weiter, dass ich hier einfach ein bisschen aufhole quasi und ja, auch ein bisschen die Zeit nutze sozusagen. Ich habe hier noch ein paar Steine durchgeschmolzen auf jeden Fall, die ich jetzt mal umcraften würde, ne? Also einfach noch zu diesen Blöcken hier, damit man die eben auch mal wieder benutzt. Und dann kann man die hier noch wunderbar anbringen. Dann würde ich sagen, mache ich mir auch mal direkt noch eine Eisenspitzhacke. Ich glaube, ich hatte schon eine, stimmt, okay. Ja, und dann brauche ich aber auch was zu essen, auf jeden Fall. Da war ich am Überlegen, ob ich mir dann noch ein bisschen Fleisch hole. Hier habe ich ja noch was, okay. Das kann ich auch einschmelzen. 1, 2, 3 sollten reichen. Und ansonsten habe ich eben hier noch ein bisschen Weizen, okay. 2 davon brauche ich nicht. Und noch irgendwas, ich weiß es nicht. Aber ich brauche auf jeden Fall Essen dringend zur Zeit, ne? Und ja, ich verziehe mich jetzt auch mal lieber in die Mine, solange hier der, ja, die Sonne wieder untergeht, ne? Und ja, irgendwie habe ich immer dann so dunkle Thumbnails, das nervt mich. Ja, habe ich schon mal gar keinen Bock drauf. Aber, naja, was willst du machen? So, ich gehe dann jetzt erstmal runter und vielleicht mache ich dann am Ende der Folge noch ein Thumbnail, ne? Ist ja jetzt erstmal egal. Und, ne, warte mal, ich baue das mal nicht hier ab, hauptsächlich. Sondern lieber da unten in der Höhle, weil hier muss ich es dann wieder so zubauen und alles, ne? Und da habe ich jetzt nicht so viel Bock drauf. Und ja, mal sehen, vielleicht schaffen wir ja noch was heute zu bauen oder so. Das wäre natürlich schön. Und ja, Eisen kann ich mir auf jeden Fall auch mal mitnehmen. Für einen Amboss und alles sowas, ne? Das wäre mal klug. So, und Mobs hier direkt bekämpfen. Also wirklich diese scheiß Skelette, ne? Die haben mich fertig gemacht im Stream. Dreimal hat mich so ein Vieh erschossen. Und das ist wirklich schlimm. Gut, einmal habe ich dann auch den Freitod gewählt, weil ich dann wieder zurück zum Spawn wollte, weil ich mich verlaufen hatte und die Items noch kriegen wollte. Aber da hat mich halt auch ein Skelett erschossen. Da hätte es ja auch ein Zombie sein können, weißt du? Und halt, die Viecher sind so schlimm einfach nur. Ja, das geht gar nicht mehr. Naja, jedenfalls habe ich auch so ein kleines Thema mir für heute rausgesucht, weil ich auch dachte, okay, warum nicht hier auch mein Thema ansprechen? Und zwar soll es mal um Young Sheldon gehen. Das ist ja diese neue Serie, diese Spin-Off-Serie von The Big Bang Theory. Und ich finde die eigentlich ganz cool. Und letztens, als ich hier so offscreen gearbeitet habe, deswegen passt es eigentlich auch zu diesem Format, weil ich genau in dieser Welt war, da habe ich auf YouTube eigentlich so ein Video von Gronkh mir anhören wollen nebenbei, wo es um die Rundfunklizenz ging. Ne, da hat er ja so ein Video gemacht. Und davor lief nämlich einfach so eine Werbung. Und in der Werbung haben sie einfach mal die ersten 5 Minuten oder so von The Young Sheldon geguckt oder gezeigt. Und das war eigentlich übelst geil, weil, keine Ahnung, die zeigen einfach eine Serie als Werbung. Das ist schon lustig. Aber eben nur die 5 Minuten, ne, und so als Teaser oder Trailer oder wie auch immer. Aber trotzdem war ich ganz froh drum, weil eigentlich hätte ich die mir aufnehmen wollen, die erste Folge. Aber ich habe leider verpasst, die aufzunehmen. Ich habe es vergessen. Mir ist es erst einen Tag später eingefallen, als sie lief. Und, ja, da war es halt zu spät, ne? Aber die zweite Folge und die ganzen weiteren Folgen habe ich jetzt dran gedacht, die mir einzustellen, dass der Videorekorder die aufnimmt, beziehungsweise Receiver. Und, ja, da läuft das auf jeden Fall. Die kann ich dann mir nochmal angucken. Aber bei der ersten halt nicht. Das fand ich ein bisschen schade, aber ich habe sie dann noch gesehen. Zumindest teilweise. Und weiß ungefähr, worum es ging dann, ne? Die zweite Folge habe ich dann auch schon gesehen jetzt, weil ich die mir aufgenommen hatte. Und ja, die ist auf jeden Fall eigentlich ganz cool gewesen. Also ich finde die Serie nicht schlecht. Es ist mal was anderes als immer dieses Big Bang Theory, weißt du? Und du hast trotzdem ein bisschen was von der Story mit drin. Und so ein paar bekannte Sachen eben. Ja, weil ich finde halt die Big Bang Theory auf Dauer irgendwie langweilig, muss ich sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob es dieses Jahr eine neue Staffel gibt oder ob die die alte Staffel nochmal zeigen. Da muss ich auch nochmal gucken. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen komisch geworden, so auf Dauer, dass es eben immer so das Gleiche dann wurde und
dass sie dann eben immer mehr auch versucht haben, so eine Art Daily Soap daraus zu machen, ist mir irgendwie aufgefallen, ne? Also es ist dann immer mehr in eine ganz andere Richtung gegangen, dass sie dann eben nur noch so eine fortlaufende Story drin hatten, dass immer mehr der Fokus darauf gelegt wurde, wie die Leute sich weiterentwickeln, was so in dem ihr Leben passiert, anstatt wie vorher halt auf diese Comedy-Sache und auf so einzelne abgeschlossene Folgen, sag ich mal. Ne? Also es wurde dann immer mehr so eine fortlaufende Handlung und naja, keine Ahnung, das war irgendwie nicht so der Sinn der Serie, glaube ich. Naja, und ich weiß nicht, vielleicht ist es da ganz gut, dass sie mal ein Jahr Pause jetzt machen. Ich nehme mal nicht an, dass die Serie vorbei ist oder so. Ich muss auch mal gucken irgendwie. Da wird es ja auch irgendwo Artikel geben drüber, was da jetzt Sache ist. Und ja, so ganz weiß ich das nicht. Also, ja, mal eine Abwechslung davon zu kriegen, ist auf jeden Fall cool. Und ja, also ich fand es eigentlich bisher ganz gut und werde die Serie auch weiter verfolgen, ne? Und ja, keine Ahnung, viele haben sich ja auch drauf gefreut, so schon seit langem. Also man hat öfter mal davon gehört oder gesehen, dass eben Leute darauf gespannt sind, was sie daraus gemacht haben aus der Serie, ne? Und ja, so die Idee an sich ist eigentlich nicht schlecht, weil ja wirklich in der Big Bang Theory Serie öfter mal schon davon geredet wurde, was Sheldon so als Kind gemacht hat, ne? Und dann ist es eben jetzt endlich mal verfilmt worden und da sind natürlich dann auch einige Insider drin, so, die eben immer mal verbaut wurden in der Originalserie, ne? Und naja, keine Ahnung, ich finde die Idee halt nicht schlecht, ne? Ich weiß nicht, ob sowas in der Richtung schon mal gab. So Spin-Offs, das ist ja halt schon so ein eigener Begriff, ne? Und lol, Alter, Gaming Life ist da, der echte. Ja, okay. Oh, da ist er auch schon wieder weg. Ah ne, Disconnect, okay. Ja, auf jeden Fall, ich find's nicht schlecht so, eben so Spin-Offs mal zu machen. Ich habe aber noch kein anderes Spin-Off gesehen von irgendeiner Serie. Das muss ich auch sagen. Also da habe ich jetzt keine Ahnung oder keinen Vergleichswert, ne? Wie das dann andere Serien vielleicht so machen, das kann ich nicht sagen. Aber ja, an sich, eben bei der Serie kann ich sagen, dass es eigentlich erstmal geglückt ist, ne? Und ja, so viel dazu. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr die Serie ja auch schon gesehen oder kennt die, dann könnt ihr mir auch mal was schreiben. Die gibt's ja jetzt schon eine Weile, wenn ihr die Folge hier seht. Und naja, keine Ahnung, es ist ja immer so Geschmackssache sicherlich. Manchmal hat man auch so keinen Bock auf solche Serien, weißt du? Da hat man halt irgendwie Lust auf andere Serien und will oder andere Sachen und will nicht sowas gucken dann. Es ist halt auch immer so launeabhängig manchmal. Ist mir auch bei der Big Bang Theory aufgefallen. Da hatte ich manchmal auch monatelang gar keine Lust auf die Serie und dann auf einmal schon wieder regelmäßig, ne? Und auch auf ältere Folgen zwischendurch dann mal. Aber hauptsächlich gucke ich halt auch lieber die neuen Folgen, kann man sagen. Also wenn dann eben mal die Staffel wieder vorbei ist oder so und man schon wieder die neue Staffel gesehen hat halt, was dann so einmal die Woche halt läuft, dann ja, ist es halt so, dass man wieder keine Lust hat irgendwie generell auf die Serie und sich halt auch ungern alte Folgen anguckt, die jetzt vielleicht für sich auch alleine stehen würden oder so. Aber keine Ahnung, das ist dann irgendwie immer so, da habe ich immer keinen Bock dann drauf. Und ja, generell gucke ich auch die ganzen Serien immer hinterher, also nicht, wenn sie ausgestrahlt werden, weil da habe ich keine Zeit, sondern, beziehungsweise ich will mich auch nicht so vom Programm mehr abhängig machen. Das habe ich zuletzt getan, 2015, glaube, und ja, seitdem habe ich da keinen Bock mehr drauf. Ja, und nehme eben alles auf und guck's dann später. Das ist also der Grund, warum ich keine Streams gucken will. Ich will mich einfach nicht von dieser Zeit, wo das gestreamt wird, abhängig machen. Und, ja, die Stream-Wiederholungen sind mir dann meistens zu lang, ne? Das ist eben da das Problem. Und weil da eben so oft neuer Content kommt an Streams, habe ich dann auch keine Lust generell damit erstmal anzufangen, die Wiederholungen zu gucken und irgendwann später weiter zu gucken, ne? Das ist eben auch so ein Ding. Und, naja, im Fernsehen ist es halt so, wenn du jetzt auch mal eine längere Show hast, wie zum Beispiel die ultimative Chartshow, die kommt dann eben einmal im Jahr, beziehungsweise einmal im Jahr kommt die, die mich interessiert. Und, ja, da
kannst du dir das ja so über mehrere Wochen aufteilen, wenn du jetzt nicht 4 Stunden am Stück Zeit hast, was ich nicht hab. Alter, was? Wo ist das jetzt passiert hier? Hä? Ich hoffe, das ist nicht allzu nah hier dran. Ne? Oh. Mir fällt nicht auf, dass es hier komplett falsch ist. Jo, dann muss nur noch eben noch was erledigen. Okay. Ja, die schreiben sich wieder hin und her wegen irgendeiner Bahn hier. Da muss das auch hin. Da auch. So. Einfach schon mal austauschen. Oh, ich dachte schon, ich habe das jetzt zerstört. Und ja, dann mache ich mal hier von oben ein Thumbnail, würde ich sagen. Dass wir auch mal was anderes haben und sehen. Ja, finde ich nicht schlecht so. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und perfekt. Tschüss.